Willkommen zurück zu Terranigma Replay. Wir haben immer noch Mylin am Arsch kleben und ich werde jetzt erst nochmal zurückgehen. Weil wenn wir hier nichts finden, dann muss es ja woanders sein. So. Also wir sind immer noch auf der Suche nach einer Kiste. Und diese Kiste werden wir hoffentlich auch noch finden. Wo ist denn die Brücke? Ich gehe jetzt erstmal zurück zur Brücke. So. Da ist die Brücke. Oh, schauen wir mal hier. La 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 la. Ich weiß, dass das am Ort war, wo es Wasser gab. Aber wo? So, also macht Brücke ja eigentlich auch schon wieder am meisten Sinn. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen... Moment, geht's hier lang? Nee. Hä? Jetzt bin ich gerade echt komplett... Jetzt bin ich raus. So, Moment. Da lang, ne? Dunkler Wald. So. Ah, guck mal, hier geht's auch noch nach rechts. Ah. Hier ist es. Da bin ich mir sogar recht sicher. Ah. Foxy hält Hundepfeife. Ja. So. Gab's hier nicht noch irgendwie ein Vitalelixier oder sowas? Das habe ich ja eigentlich gesucht. Nein, da haben die Hundepfeife natürlich gesucht. Aber ein Vitalelixier gab es hier, glaube ich, auch noch. Das ist das, was ich nie finde. Ich gehe mal kurz noch mal ein Stückchen zurück. Da, da, dai. Da, da, dam. Was haben wir denn hier unten? Ein dunkler Abschnitt des Waldes. In diesem dunklen Abschnitt des Waldes finden wir... Richtig, nichts. Ich denke mal, hier geht es jetzt wieder zurück zur Brücke, ne? Dann scheißt da mal einfach der Hund drauf. Moment, von da sind wir gekommen, ne? Das ist jetzt Brücke. Nicht? Aber hier müsste eigentlich Brücke sein. Ich bin verwirrt, Mann. Da ist Brücke. So. Jetzt gehen wir da lang. Okay. Ist ein bisschen komisch bei mir gerade. Ein bisschen sehr, ein bisschen sehr, wie heißt das Wort, das mir gerade nicht einfallen möchte? Chaotisch, dieser Part. Aber, oder die letzten beiden Parts, besser gesagt. Aber, wir schaffen das. Denn wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur, von wem? Dim, 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 dim. Ein Moloch, aua. Aua, ein fies, Mann. So. Du Sack, du Blöder. Jetzt habe ich es mal wieder gesagt. Ja, jetzt können wir ganz einfach nach Storkolm laufen. Und dann können wir uns da sogar mal ein bisschen umschauen. Ich würde gern schon mal die Hundepfeife auswählen. Kann ich die hier spielen? Nö. So, liebe Freunde. Denn wer sich daran erinnert, was in Stockholm auf uns gewartet hat. Ja, ich sag nur, fressen bei lebendigem Leibe und häuten und was weiß ich was. Der weiß auch, wofür man diese Hundepfeife benötigt. Nicht? Mein Name ist Peter Lustig, nicht? So. Ach ja, der Peter, der ist ja auch schon gestorben. Immer dieses, übrigens, immer dieses Vorurteil oder diesen Mythos, dass Peter Lustig keine Kinder mochte. Also ich glaube nicht, dass Peter Lustig keine Kinder mochte, weil sonst hätte er keine Kindersendung gemacht. Also... Sag mal ehrlich, also das macht ja keinen Sinn.
Ich mag keine Kinder, deswegen mache ich eine Kindersendung. Ich mag keine Videospiele, deswegen werde ich Let's Player, um einfach darüber abzulästern, nicht? So. Ach man. Ach, im Übrigen, weil ich es gerade im Kopf habe, also nicht, weil ich Kopfschmerzen habe oder sowas, nein. Weil ich es gerade im Kopf habe. Leute, unten in der Videobeschreibung findet ihr ein Formular. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr mir Highlights einsenden. So, Foxy benutzt die Hundepfeife. Foxy, kaum zu glauben, Foxy, die Wölfe verzehren sich. Oh Leute, hier sieht's aus wie in Christa. Hier sieht's 1:1 aus wie in Christa. Die Tür scheint kaputt zu sein, öffnet sich nicht. Ja, ja. Oh Mann, da kommen Erinnerungen hoch an unsere Heimat, der Kristallnebel und Melina. Und die Wölfe stehen übrigens genau da, wo auch in Krista die Menschen stehen. Die Tür scheint kaputt zu sein und öffnet sich auch nicht. So, die Weberei. Das war das Haus der Weber. Ich wüsste gern, wie es Melina geht. Foxy, was ist los? Ich denke daran, dass ich meine Stadt zurückließ. Foxy, du hast Erinnerungen an Orte, die ich gar nicht kenne. Dafür habe ich Erinnerungen, von denen du nichts weißt, Foxy. Möchtest du davon erfahren? Mylin, dafür scheint mir nicht der richtige Zeitpunkt zu sein. Schon gut, das interessiert dich doch nicht. Schon gut, das interessiert dich nicht. Oh Mann. Hier ist alles so vertraut. Die Kürbisse, die wir kaputt hauen können. Den Salat, den wir aus dem... Mann. Das ist alles so schön hier. Ich will ja nie wieder weg, Mann. Und... Huch, die Tür ist offen. Melina? Äpfel, 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 Äpfel. Können wir nicht essen. Das hier war unser Zimmer. Und hier hat der Guy, der Typ, wie auf dem Boden gespennt und... Nicht? Nicht? Okay, hier haben wir zwei Kisten. Foxy erhält Porträt. Aha. Ja. Ein Porträt der Familie Melinas. Ich bin ein wenig neidisch. Sie sehen sehr glücklich aus. Melina wirkt heute ganz anders. Foxy, ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen. Genau wie in Luran, auch da schuf ich diese Illusion. Wenn sie ihre Eltern sehen wird, wird die Prinzessin sehr glücklich sein. Doch ich tue es nur, wenn du sie für immer vergisst. Kann es sein, dass Mylin so ein bisschen auf mich steht? Das wäre ein bisschen creepy, weil sie ist, glaube ich, ein bisschen jünger als wir. Was meinst du? Willst du umkehren? Ich überlege. Ich kehre um. Wir treffen uns am Schloss. Du darfst auf gar keinen Fall das Porträt vergessen. Foxy und Mylin trennen sich am Eingang des Waldes. Ah ja, okay. Gott sei Dank muss ich den ganzen Weg nicht nochmal zurücklaufen. Das kommt noch. Das kommt noch. So, was waren hier nochmal? Ach ja, genau. Molly. Molly, ey, ich will nicht zu Molly. Molly, wo ist Mike? Ach Leute, sorry, ich muss einen Schluck trinken. Mir kratzt gerade so dermaßen im Hals. Das ist nicht artgerecht. Nicht fuchsartgerecht. So, auf ins Schlößchen. Meine Klößchen. So, wir sind in meinem Eck. Also mal wieder im Eck. Hier bin ich ja, glaube ich, verkehrt, ne? Da muss ich hoch. Hier müsste dann irgendwo Mylin auf mich warten. Foxy! Oh, du bist es. Was meinst du damit? Das ist nicht sehr nett von dir.
Hehe, du wirst bald mit der Prinzessin sprechen. Foxy, du musst gar nichts tun. Ich nehme das Ölgemälde. Die zwei Gesichter muss ich mir merken. Mylin nimmt das Ölgemälde. Ich weiß nicht genau, was du vorhast, aber sei bitte vorsichtig. Lass es bei mir. Du gehst besser auch. Okay. Dann schauen wir uns mal Melina an. Die Schlossbewohner können dir mehr über sie erzählen. Vielleicht sagen sie dir, was sie mir verschweigen. Du hast also ein Mittel gegen die Probleme der Prinzessin gefunden? Lass uns keine Zeit verlieren. Heile die Prinzessin so schnell es geht. Oh. Was ist das? Was geschieht? Melina. Melina. Unmöglich! Das kann nicht sein! Wie alle anderen in diesem Dorf starben auch sie dort vor vielen Jahren. Nur dieses Kind überlebte, Melina. Ich weiß, ich brachte sie alle um. Eure Hoheit, wir sind nur ein Traum und kommen nicht aus dieser Welt. Wir kamen, um Melinas Seele die Augen zu öffnen. Melina, erwecke die Augen deiner Seele. Lass Vater und Mutter deine Stimme hören. Vater, Mutter, ich, nein! Prinzessin Melina, alles in Ordnung? Kopf hoch. Es scheint, der Prinzessin geht es heute nicht gut. Sagt alle Termine ab, die Audienz ist beendet. Werf diesen Typ hier auf der Stelle raus. Foxy. Hehe, das läuft wohl ganz gut. Aber etwas ist merkwürdig. Der König wurde kreidebleich. Etwas stimmt hier nicht ganz. Ist sie wirklich gut? Sie jagt mich fort. Egal, lass uns ins Hotel gehen. Ich bin hungrig. Foxy, hörst du mich? Der Menschenwelt steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist noch viel Arbeit nötig, um dem Kind das Laufen beizubringen. Hörst du ihre Stimmen? Sie sehnen sich nach Befreiung aus der Dunkelheit. Durchquere die hohen Berge und gehe Richtung Süden. Dort gibt es dir jemand, der dringend deine Hilfe benötigt. Ah ja. War das ein Traum? Mann, was für ein Tagesbeginn. Er sagte, halte dich südlich. War das wirklich nur ein Traum? Oder... Okay, liebe Freunde, wir gucken. Oh, du bist es. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der König starb. Was? Einige Gerüchte besagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Och, schade aber auch. Mal gucken, wie es hier Mylin geht. Ich kann absolut nichts mehr essen. Du siehst auch nicht ganz so gut aus, Mylin. So, Leute. An der Stelle werde ich diesen Part erst einmal beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao. Euer Mr. Nightwalks. Entschuldigung, die Platte hat gehangen, hang, hang, hang.